wenn Verschwörungen wahr werden. Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus gewusst haben, als sie öffentlich zugaben. Das RKI wusste es, die Regierung wusste es, wir, die Querdenker, wussten es. Ja, hier, die Aluhut-Schwurbler, die von Anfang an ihr Maul aufgemacht haben. Wir wussten es, hallo. Guten Morgen, hi. Ich liebe euch alle, egal ob ich schwarz oder weiß, denn ich spielt keine Rolle. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu einer weiteren Reaction auf Leon Lovelock Highlights und ich hoffe, bei euch zu Hause ist alles gut. Liebe geht raus an die Community und zwar ziehen wir uns heute ein neues Video rein. Mal wieder vom friedvollen Krieger, ist schon ein bisschen länger jetzt her, aber der hat eine stabile Umfrage gemacht, die ich sehr interessant finde und zwar heißt die Umfrage, der Name ist schon auf jeden Fall ein Name, der sehr gut in unsere Community reinpasst, wenn ich das so sagen darf an der Stelle, wenn Verschwörungen wahr werden. Ich tendiere dazu, zu sagen, dass wir den Aluhut brauchen für diese Recherche, deswegen packt ihn aus. Ich liebe euch, meine lieben Freunde, lasst einen Daumen nach oben da, schreibt ein Kommentärchen und abonniert den Kanal, da wäre ich euch dankbar. Kommt gerne auch mal mit auf Twitch vorbei, ist auch eine gute Sache auf jeden Fall. Wir machen hier immer sehr viel coole, lustige Sachen, auch in Richtung Quatschen, weißt du? Ich habe Discord offen, da können wir im Discord immer ein bisschen miteinander reden. Da könnt ihr übrigens auch eure Videovorschläge reinhauen, die sind natürlich auch, der Discord ist natürlich auch unten in der Beschreibung verlinkt. So, wir labern nicht groß rum, wir gehen direkt rein in den Peter. Ich liebe euch, Peter geht los, let's go. Interview mit Dr. Wolfgang Wodak wird von YouTube hart unterdrückt. Ich habe es zweimal hochgeladen, weil es beim ersten Mal gesperrt wurde. Ist natürlich unten, erster Link in der Beschreibung, Dr. Wolfgang Wodak, Leon Lovelock. Guter Talk geworden auf jeden Fall. Unzensierte Version, auch auf Rumble Online. Ich liebe euch, geht da rein, supportet den Laden. Und wir gehen jetzt rein hier in den friedvollen Krieger, Digi. Los, Chat, seid ihr ready? Interne Sitzungsprotokolle des Corona-Krisenstabs vom Robert-Koch-Institut belegen, dass die wichtigsten Berater der Regierung offenbar mehr über das Virus gewusst haben, als sie öffentlich zugaben. Ja, und jetzt steht die Frage im Raum, ob die Schutzmaßnahmen möglicherweise sogar gefährlicher waren als das Virus selbst. Schnee von gestern, ist ja egal. Hinterher sind wir immer alle ein bisschen schlauer vielleicht. Dass das, was mitgeteilt wurde, nicht der Wahrheit entsprach. Für mich war es klar, dass das nicht stimmte. Nein, Stabil. Ich gerne mal im Original, aber das ist unmöglich. Ich bin selbst Arzt, also ich weiß, wovon ich rede. Ach was, nee, also das kann ich mir jetzt aber gar nicht vorstellen. Die Regierung hat uns angelogen? Also das wäre mal was ganz Neues. Ja. Willkommen zur größten Lüge des 21. Jahrhunderts, meine lieben Schwurbler. Aber fangen wir ganz langsam an. Servus. Fangen wir es. Guten Morgen. Mal die Düsseldorfer, ob sie denn schon von den RKI-Files gehört haben. Die Düsseldorfer? In den letzten paar Tagen haben wir nichts in den Medien gehört, aber natürlich kennen wir Robert Koch und das Robert-Koch-Institut. Na, nee, nimm die wieder mit, die RKI-Files. Ich möchte nirgends werden, sind da. Ja, sicher. Gelesen. Wo ist sie auch schon? Gehört. Natürlich. Mir war es von Anfang an klar. Mhm. So. Also mehr möchte ich nicht sagen. Und mehr will er nicht sagen, weil er weiß, was los ist. Ja, ich habe es mir von Anfang an gedacht, dass das eigentlich in der Corona-Zeit, dass da irgendwas mitgeteilt wurde, uns weiß gemacht wurde. Jetzt haben sie es alle auf einmal gewusst, meine lieben Freunde. Ne? Kennt ihr doch. Jetzt, wo alles rauskommt, dann, ja, ich habe von Anfang an gesagt, Digga. Ich habe es doch von Anfang an gesagt, Bruder. Das ist eigentlich nicht so der Wahrheit. Ja, und was der Wahrheit entsprach? Ja, zwar habe ich ein paar Ungeimpfte diffamiert und habe ein bisschen so Leute angeschissen, weil die keine Maske getragen haben, aber ich habe es von Anfang an gewusst, Digi. Ach, war, dass die Maßnahmen alternativlos sind. Doch was steht in diesen hochbrisanten Berichten des RKIs denn drin? Das weiß keiner, weil die 90% geschwärzt sind. Naja, das wichtigste Narrativ war ja der Lockdown. Doch hier im Bericht steht, dass das RKI wusste, dass die Maßnahmen mehr Schaden haben als das Virus selbst. Ach, ja, das ist doch krass. Ja, und das wissen wir schon seit 2020. Das ist bereits nach dem ersten Lockdown evident gewesen. Und im April 2020 war klar, Lockdown. COVID-19 deaths and by date of occurrence. Bereits nach dem ersten Lockdown evident gewesen. Schweden, Digga, die waren die einzigen Stabilen bei uns in der Umgebung. Und im April 2020 war klar, Lockdowns nutzen nichts, sie wirken nichts, sie bringen nichts, richten aber massiven multifaktoriellen Schaden an.
North Dakota Mask Business Restrictions, South Dakota No Masks and No Business Restrictions. Same shit. Also, das RKI wusste es, die Regierung wusste es, wir, die Querdenker, wussten es, die... Tja, hier, die Aluhut-Schwurbler, die von Anfang an ihr Maul aufgemacht haben. Wir wussten es, hallo. Guten Morgen, hi. Vielleicht wacht ihr jetzt auch auf. Hi, wir sind in der Realität jetzt angekommen, geil. Auf jeden Fall, was ich noch dazu sagen wollte, natürlich musste man das Thema nutzen, so, ne? Man hat sich natürlich gesagt, ey, guck mal, da ist jetzt so ein Ding, was weltweit am Start ist, vielleicht können wir da ein paar Projekte mal ausprobieren. Sowas wie digitaler Impfpass und so und Leute einfach Dinge scannen lassen, bevor die irgendwo rein wollen. Oder denen sagen, ey, du musst Maske tragen, wenn du dich hinsetzt, darfst du die Maske abnehmen, wenn du auf Toilette gehst, musst du die Maske wieder anziehen. Einfach ein bisschen rumspielen, mal gucken, was so drin ist, Digga, weißt du, wie ich meine? Das ist jetzt nur eine Verschwörungstheorie meinerseits. Ärzte, die falschen Wissenschaftler, jeder wusste es. Und warum macht dann die Regierung einen zweiten, dritten und vierten Lockdown? Dann, dass wir hier verarscht wurden? Also muss man ehrlich sagen, man wird ja meiner Meinung nach an der Nase rumgeführt. Und das ist doch genau das Problem. Es sollte nicht kundgetan werden, es sollte das gemacht werden, was quasi die Politik wollte. Es sollte alles quasi mehr oder weniger, ich will nicht sagen geheim gehalten werden, aber vielleicht sogar schon. Ja, leichter Anflug an Querdenkerei spüre ich hier gerade, ne? Traut sich noch nicht ganz, aber geht in eine gute Richtung, mein Jutster. Und genau so ist es doch passiert. Genau das ist es. Es wird einem das vorgegeben, was halt gerade Sprachregelung ist, sag ich mal. Thema so Meinungsdiktatur, ne? Sobald man irgendwie, so wie ihr jetzt wahrscheinlich, was anderes... Da hat er schon zwei gute Schwurbler gefunden, ne? ...sagt, dann ist man eigentlich ja... Rechts! Schon, genau. Ja. Direkt. Genau, also ihr seid ja eigentlich Nazis, ne? Ja, genau. Ja, so ist es halt eben. Querdenker würde ich jetzt nicht sagen. Also ich war jetzt kein Querdenker, aber ich habe... Ich war jetzt kein Querdenker, aber ich habe das Ding schon hinter... Also ich war schon Querdenker. Es ist halt, weil die diese Begriffe genommen haben, um zu diffamieren. Querdenker sein ist nichts Böses, meine lieben Freunde. Das muss man auch mal wieder hier nochmal mit dazu sagen. Querdenken ist was Gutes. Dass die das geschafft haben, diesen Begriff als Diffamierungsbegriff zu benutzen und dass die Bevölkerung das geschluckt hat und selbst ein Querdenker selbst nicht mehr sich als Querdenker bezeichnen will, weil die Bevölkerung Querdenker zu was weiß ich, Alter, die haben die zu Hunde gemacht. So. Aber Querdenken ist der Ursprung von ganz vielen fantastischen Ideen, die wir heute noch feiern und wo wir heute die Leute, die damals quer gedacht haben und neue Dinge entdeckt haben, heute noch zitieren. So. Haben wir keine Querdenker mehr, ist unsere Gesellschaft am Arsch. Quasi das so, wie es... Weil das Gegenteil von Querdenken ist auf Linie denken. Geradeaus, Digga. Nichts rechts, links. Nicht eigene Meinung. So und nicht anders. Wurde, fand ich definitiv, war einfach überkandidelt und es hat definitiv mehr Schaden verursacht, als wie es gebracht hat. Daher sind wir immer alle ein bisschen schlauer vielleicht. Ne? Ja, genau, also natürlich sind Fehler gemacht worden, aber... Ich meine, ist ja jetzt auch nicht so schlimm, Digga. Weißt du? Alle Fehler und hinterher ist... So, wir machen alle Fehler, meine lieben Freunde. Blauer. Und ich glaube, das Robert-Koch-Institut ist schon ein renommiertes Institut. Und es war eine Ausnahme. Ja. Eine Ausnahmesituation, die wussten es nicht besser. Obwohl in den RKI-Dokumenten drinsteht, dass sie es besser wussten, aber das war halt eine Ausnahmesituation. Keine Ahnung, was... gelaufen ist. Aber dank der Protokolle haben wir genauso eine Ahnung, was dort gelaufen ist. Nämlich, sie wussten genauestens Bescheid. Daher ist es wirklich spannend, was diese Dame sagt, denn so müsste es ja sein. Das verkaufen die uns ja jetzt. Wir haben alle mal Fehler gemacht. Lauterbach hat sich da mal kurz missglückt. Da hat er einen missglückten Tweet rausgehauen, als er gesagt hat, keine Nebenwirkungen bei der Impfung. Geht gar nicht. Das ist komplett safe, das Ding. Hat er sich aus Versehen mal einfach ganz kurz vertweetet. Wir sind alle nur Menschen. Auch der Gesundheitsminister. Nimmt an, das sind Fehler. Die sind unbeabsichtigt. Aber genau das ist eben nicht der Fall. Was man hätte erwarten können, wäre, dass die Wissenschaftler gemeinsam diskutieren würden und vor allem die mit einer anderen Meinung mit einbezogen werden. Aber nein, es gab nur eine einzige richtige Meinung. Es ist ein Killer-Virus. Wir brauchen immer mehr Maßnahmen. Und jeder Wissenschaftler, der das anders sieht, wurde vom Diskurs ausgegrenzt und so nämlich. Und das mit vollster Absicht. Es waren eben kein... Wodak, Digga, das ist mein Bruder.
Ich schwöre. Wodak ist der Beste, Alter. Ich fühle mich connected mit dem. Er fühlt sich an, wie als ob es wirklich ein. Es ist mein Bro. So. Fehler, sondern wir wurden bewusst getäuscht. Und wie enttäuscht bist du jetzt von der Politik oder von den Institutionen? Sehr enttäuscht, aber ich war von Anfang an quasi enttäuscht davon. Deswegen ist es für mich jetzt im Nachhinein, jetzt ist auch keine Enttäuschung mehr. Ja, und wenn sich jetzt dann im Nachhinein rausstellt, dass das eigentlich, finde ich, oder was heißt finde ich? Also das ist doch ein Skandal. Wenn sich rausstellt, dass das eigentlich alles nur so gesagt wurde, wie es halt gewollt war, ohne dass es Fakten gab, ja. Wenn man sich das überlegt, dann kann mir eigentlich niemand erzählen, dass da nicht vorher schon Leute wussten, was Sache ist. Ja, ja. Genau. Na, gut, dass es so ist. Jetzt kann sich jeder noch mehr ein Bild darum machen. Oder darum machen, was passiert ist. Jetzt müsste. Aber hast du doch gesehen, das ist so der, wir sind bei 4,33. So denkt der Großteil der Gesellschaft, denkt so, hier. Und hinterher ist man schlauer. Und ich glaube, das Robert-Koch-Institut ist schon ein renommiertes Institut. Und es war eine Ausnahmesituation. Keine Ahnung, was da gelaufen ist. Aber. So. Das ist das, was die Grundbevölkerung so denkt. Weißt du, wie ich meine? Deswegen, ja, die ganze Scheiße kommt ans Licht. Die Leute kriegen das voll in ihr Gesicht reinpräsentiert. Hier, die haben euch verarscht. Die wussten Dinge, die haben sie euch nicht gesagt. Lockdown war gefährlicher als das Virus an sich. Ja, das war eine Ausnahmesituation. Die wussten ja auch in dem Moment, und es ist ein renommiertes Institut, und das ist ja auch menschlich, Bro. So ein Ding ist es gerade. Man die doch irgendwie das Ganze mal aufrollen und aufarbeiten und das Ganze mal aufklären, oder nicht? Wäre doch mal höchste Zeit. Absolut, bin ich ganz bei euch. Aber wird nicht passieren, denke ich. Genau. Einfach, weil die Mehrheit der Leute sagt, ist ja Schnee von gestern. So. So, weißt du, lieber unter den Tisch kehren und dann. Also ich meine, ich glaube, da gibt es natürlich auch genug Institutionen und in der Politik genug Leute, die sagen, da haben wir kein Interesse dran, dass das aufgearbeitet wird. Ne? Ganz logisch, ja. Die sind ja auch mit anderen Sachen beschäftigt. Gott sei Dank ist ja Krieg, weißt du. So, Digga. Dann kam Ukraine, Russland. Jetzt haben wir noch Palästina und Israel. Schön Genozid noch angezettelt, so auf entspannt, auf Seite. So. Juckt doch jetzt keinen mehr. So. Dann hat der Iran noch Israel jetzt angegriffen. Und dass Israel Iran vorher angegriffen hat, müssen wir jetzt auch nicht berichten, weil wir müssen auf jeden Fall auf Krampf immer hinter Israel stehen. Ja, Mensch, da gibt es ja jetzt andere Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Ja, also es ist, wie gesagt, ich meine, ich glaube, uns geht es noch zu gut einfach, deswegen fragt auch niemand. Dann haben wir noch die bösen Ausländer, die hier einwandern und unser Land kaputt machen. So. Also ja, da brauchen wir jetzt nicht noch irgendwas aufarbeiten. Ja, aber gut. Es wird immer gesagt, guck mal, Russland, da darf man gar nicht seine Meinung äußern und eigentlich sind wir gar nicht besser. Ne? Das ist schon beängstigend irgendwie. Eigentlich geht es natürlich voll in die falsche Richtung. Und ja. Aber die Politik beschäftigt sich halt meiner Meinung nach mit den falschen Themen und ist halt auch insgesamt damit befasst, eher ja, die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. So. Politik ist nicht das, was wir denken. Das sage ich mal jetzt dazu an der Stelle. Und insofern kann ich jede Reaktion des RKIs verstehen. Und wenn sie übers Ziel hinausgeschossen haben, dann nicht aus bösem Willen, sondern. Sie tatsächlich nicht wussten, wie sie damit umgehen sollten. Ja, das haben wir ja eben schon geklärt, auch wenn du es dir kaum vorstellen. Die Armen, weißt du, ich meine, ich nehme das denen nicht mal übel hier, den Damen, den zwei Damen, die da jetzt so eine komischen Sachen da geäußert haben, so, weißt du, ich nehme das denen nicht mal übel, die wollen da wirklich dran festhalten, weißt du. Das muss man sich auch bewusst machen, dass wenn die wirklich akzeptieren würden, dass die Leute schon teilweise wussten, was die da fabrizieren, dann würde deren ganzes Weltbild zusammenbrechen und dann würden die denken, hey, okay, krass, Alter, wen kann ich denn überhaupt noch vertrauen? Weißt du? Dass ja dann würden die den Boden unter den Füßen verlieren, so ein bisschen. Weißt du? Aber es sind halt keine Fehler passiert, sondern es ist... Einer schreibt im Chat, doch, ich nehme es ihnen übel. Nee, ich nicht. Also ich nehme nichts übel, so, weißt du? Ich will auch Menschen was Gutes und nichts Böses. Ich würde so jemanden an die Hand nehmen und mal versuchen, so die ein oder anderen Sachen zu zeigen. Hier mal kurz RKI-Dokumente, bisschen mit der quatschen und so. Langsam in Richtung Aufwachen führen. So, und
da haben wir mehr von, als wenn wir sagen, nee, die ist jetzt böse und ich nehme das dir übel und deswegen rede ich nicht mehr mit dir und so. Das dürfen wir nicht machen. Eine bewusste, vorsätzliche Täuschung. Nun gut, kommen wir jetzt zu unserem Härtefall, die der faschistoiden Propaganda zum Opfer gefallen sind. Ich bin selbst Arzt. Also ich weiß, wovon ich rede. Das geht nicht. Und ich habe verantwortungslose Mitarbeiter erlebt, die sich nicht haben impfen lassen. Sorry, Alter, das ist... Kriege ich heute noch einen Schocker. Mit dem einen oder anderen. Dann kriegt er heute noch einen Schocker, Digga. So eine Krawatte habe ich da. Der unverantwortliche Arschlöcher, du. Der Blinddarm, der prügeln hätte man die Leute müssen. Oder in irgendwelche Lager rein oder was. Keine Ahnung, Alter, diese komischen Ungeimpften. Mann, Alter. Den wir kennengelernt haben. Genau, weil das wäre ja die Realität gewesen, die uns allen gezeigt wurde, dass die Impfung quasi so wichtig und so richtig ist. Aber selbst da kam es in den Papieren ja raus, RKI So, Junge, schön querdenken, schön gegenhalten, Junge. Hatte, dass Ungeimpfte gar nicht ansteckend sind. Also, dass Geimpfte und Ungeimpfte gleich ansteckend sind. Das sind doch. Das stimmt doch nicht. Das stimmt doch gar nicht. Das ist nicht wahr. Mensch, du bist doch ein rechter Verschwörungsmystiker. So, jetzt gehe ich aber weiter. Nein, das lese ich gerne mal im Original, aber. Das ist unmöglich. Ja, auch Ungeimpfte, diese Tyrannen, diese Asozialen, wurden ohne guten Grund ausgegrenzt. Aber auch das ist schon längst bekannt, auch ohne RKI-Protokolle. Und er leugnet es immer noch. Ja, die Ungeimpften wurden zu Unrecht beschuldigt, denn... Und der ist Arzt. Also, so. Und seine komischen ungeimpften Kollegen, die haben gar keine Ahnung, obwohl die das gleiche studiert haben wie der. Ja, sogar die Geimpften übertragen das Virus weiter. Und wie war das nochmal gewesen mit Schütze dich und andere? Ja, auch das war gelogen. Ach, wir wissen doch noch so viel mehr über die Impfung. Sie wirkt auch nicht zu 95%, auch nicht zu 90%, sondern höchstens zu 0,8%. Eie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 
Dass die Epidemie nie sich noch schneller und noch ausgiebiger verbreitet, können sie nur durch einen Lockdown lösen. Das können sie nur so lösen, Digga. Das haben die Schweden auch so gemacht und da waren die Zahlen eigentlich genauso wie bei uns. Länder gemacht. Ja. Mexiko auch, Florida auch. Das Robert Koch. Ja, aber Schweden hat es ja zum Beispiel nicht so gemacht und da war ja auch immer. Wir haben das durchpfeifen lassen und haben die Toten in Kauf genommen. Ich finde es unverantwortlich, was. Das ist unverantwortlich. Schweden gemacht. Schweden hat ja weniger Tote als Österreich. Eigentlich müsste man eigentlich aus der EU rausdrängen. Das sind Zustände wie im Nahen Osten quasi. So, sollen die sich mit denen verbinden? Sag ich dir so, wie es ist. Ja, dann müssen wir es mal aufrechnen auf die Zahl der Bevölkerung und welchen Altersklassen das ist. Nee. Statistik. Die Bevölkerungsdichte ist eine andere. Die leben sehr weit auseinander. Okay. Jetzt hat. Die leben weit auseinander, Digi. Diesen Land. Das kann man nicht vergleichen. Das kannst du nicht vergleichen. Also, die Ballungsräume sind ja das Problem gewesen. Okay. Ja. Für alle zum Mitschreiben: Lockdowns bringen nichts. Aber sie schaden. Und das wusste das er. Digga, das ist so lustig, Bro. Das ist eigentlich. Es ist einfach. Ich bin ja auch jetzt seit 20, 30 Minuten nur am Verarschen, meine lieben Freunde. Sorry, Alter, nimm's mir nicht übel, aber ich kann das nicht ernst nehmen, Digi. Das wussten die Geheimdienste, das wusste jeder. Hammer, da kannst du jeden Schwurbler fragen. Und trotzdem gab es einen zweiten Lockdown. Und einen dritten. Und einen vierten. Es ging ja nicht um die Leute einzuschränken in ihrer Freiheit. Wenn die Leute die Vernunft nicht haben, das freiwillig zu machen, dann muss man die halt packen und dazu zwingen. So wie das in der Demokratie normal ist, Digga. Da darfst du nicht selber entscheiden, was du machst und was nicht. Hä? Wo kommen wir denn da hin? Wo würden wir denn da hin? Freiheit? Was? Nee. Also, nee. Verstehe ich nicht. Wenn alle die Einsicht gehabt hätten, hätten wir das nicht gebraucht. Oh doch, wir haben genau. Was labert der? Was redet der Bruder da? Ja, der ist Arzt, Bro. Das ist. Eigentlich gar nicht zum Lachen, wenn ich so richtig überlege. Gebraucht, weil eben vielen die Einsicht gefehlt hat. Und dadurch erwachen immer mehr Menschen in diesem Bewusstseinskrieg und sehen, dass wir anscheinend von einer globalen Elite regiert werden, die unsere Seelen vergewaltigt. Aber Hey, warte mal jetzt ganz kurz. So, jetzt spätestens jetzt muss der Aluhut rauskommen. Die Einsicht gefehlt hat. Und dadurch erwachen immer mehr Menschen in diesem Bewusstseinskrieg und sehen, dass wir anscheinend von einer globalen Elite regiert werden, die unsere Seelen vergewaltigt. Aber bedenke, dass nur dadurch, dass die Polarität immer größer wird, weil die Lüge immer offensichtlicher ist, es auch mehr Licht entstehen kann. Denn es gibt heute auf jeden Fall mehr Licht als noch vor dieser ekelhaften. Ohne Dunkelheit kein Licht, Facts. Nummer. Und gut, nun zum Abschluss noch mal eine kleine Geschichte aus 1000 und einer Nacht. Oh, wir gehen rein. Dass das aus. Erzähl mal, Digga, jetzt bin ich gespannt hier. Die Jutzte. Die zwei sind legendär. Mal eine kleine Geschichte aus 1000 und einer Nacht. Dass das aus China kommt, aus irgendwelchen Höhlen von Fledermäusen übertragen ist, die dann gefressen werden von wild laufenden Hunden und. Ich wollte erst ernst bleiben, Bro. Aber es geht nicht, Digga. Das ist so. Damals. Wie der guckt. Der denkt sich selber, Bro, wie reibe ich mir die Scheiße jetzt hier noch zusammen, Digga? Dass das irgendwie am Ende Sinn macht, jo. An jeder Jacke Fellgeschichte dran. An jeder. Was? An jeder Jacke? Was hat die gesagt? Und damals war an jeder Jacke eine Fellgeschichte dran. An jeder Kapuze musste irgend so ein Fellrand sein. Bruder, Bro. Und das ist tatsächlich eine Version, die auch glaubhaft ist. Man hat ja. Die Chinesen haben den Hunden, diese Wildhunde, die dann sich von den Fledermäusen ernährt haben, die Felle über die Ohren gezogen und das dann an die Jacken genäht. An die Jacken genäht, ja. An Milliardenjacken. Guck mal,
die dann exportiert wurden. Und dadurch ist das so schnell über die ganze Welt, wie ein Lauffeuer hat sich das ausgeweitet. Das ist eine tatsächlich plausible Vorstellung. Das ist eine plausible Vorstellung. Ja, Digga, safe. Also hört sich auf jeden Fall erstmal so an, als ob das wirklich so gewesen ist, wenn ich das so sagen darf an der Stelle. Problem bei der Sache ist nur, dass eigentlich schon klar ist, dass das Ding im Labor gezüchtet wurde und dann aus Versehen aus dem Labor rausgekommen ist, auf dubiose Art und Weise und sich dann gespreadet hat. Argumentiert worden, irgendwann ist das Gehör mal kaputt, aber das macht nichts. Okay, das Lachen war sehr sympathisch gerade, wirklich jetzt. Also da fand ich den gerade zum ersten Mal süß hier, den Cousin. Irgendwann ist das Gehör mal kaputt, aber das macht nichts. So will ich dich sehen, Bro. Das macht mir happy. Das ist ein crazy Video gewesen auf jeden Fall. Interne hat er aber gut gemacht. Das war, glaube ich, einer der stärksten Videos von vom friedvollen Krieger. Einer der stärksten Videos, würde ich sagen, an der Stelle. Das können wir doch glatt mal kommentieren, oder? So. Noch ein Herzchen hinterher. Und ab geht der Laden. Ab dafür. Schön mal rübergeben, meine lieben Freunde. Mal einen Daumen hoch da lassen, mal kommentieren. Abo habe ich auch noch nicht abgeschlossen. Abo lassen wir jetzt auch da hier. Unterstützt den Bro, der hat mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach. Der friedvolle Krieger. Geht da rein in den Laden, Freunde. Schreibt mir natürlich auch wie immer eure Gedanken dazu in die Kommentare rein. War sehr entertaining. Ich habe mich natürlich hier und da ein bisschen lustig gemacht auf süß. Bisschen Entertainment. Schadet auch nicht mal ein bisschen lachen, so, weißt du? Ich liebe euch, Freunde. Wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Tschüssi!